Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner Tarotkartenlegung für die dritte Kalenderwoche. Das ist die Woche, die am 15. Januar beginnt und bis zum 21. Januar geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond und so könnte es sein, ja, dass so die Energien im Allgemeinen zunehmen. Wir werden uns in dieser Legung ansehen, liebe Waage, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und da wollen wir uns zusammen ansehen, wie die Woche für Waage werden wird. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. So, was haben wir hier? Wir brauchen noch eine Karte von der Mondenergie. Das ist jetzt, das war eher meine Ungeschicktheit als die Energie. Liebe Waage. Okay, ich bin schon sehr gespannt. Was haben wir hier? Die Gerechtigkeit, die 11. Karte der großen Arkane. Ja, Ausgewogenheit, Balance. Dein Leben gestaltet sich ausgeglichen, ausbalanciert. Du bekommst viel. Unter einen Hut, kannst gute Entscheidungen fällen, wirst in dieser Woche sehr konzentriert, aufmerksam und besonnen durchs Leben gehen. Ja, es gibt hier schon eine gewisse ausgleichende, sich auspendelnde Energie, die dich stärker und aufmerksamer werden lässt, ne? Eine sehr gute Karte für Kommunikation jeglicher Art, für gute Entscheidungen. Du wirst ein gutes Urteilsvermögen in dieser Woche haben. Wir schauen mal, was sagen die weiteren Karten? Ja, es ist hier schon eine gewisse Stabilität in deinem Leben zu bemerken. Dein Alltag wird gut laufen, entspannt, ruhig. Deine Routinen funktionieren. Du hast hier viel Stabilität, Festigkeit und aufgebaut, die jetzt auch emotional wirkt, ne? Womöglich bist du auch zu Reichtum gekommen oder fühlst dich in dieser Woche besonders finanziell abgesichert, finanziell stabil. Gepaart ist diese Energie mit einem Prinz der Kelche. Und der Prinz der Kelche ist jetzt eine Person, kann eine Person sein in deinem Leben, eine Hofkarte, die auf eine andere Person verweist oder auf dich selbst. Hier geht es um den Prinzen. Es könnte also eine sehr, es könnte eine junge Person sein, ne? Wenn du eine Familie hast, kann der Prinz der Kelche einen Sohn oder eine Tochter widerspiegeln. Aber diese Person muss nicht unbedingt so jung sein. Es kann auch die kindliche, jugendliche Seite von jemandem widerspiegeln. Von dir und oder einer anderen Person. Hier sind wir oft im Element des Wassers. Diese Person hat also sehr viele Wasseranteile, die sie im Moment zeigt. Und das könnte der Grund sein, weil diese Person ein Wasserzeichen vom Sternzeichen ist. Fische, Krebs, Skorpion wäre das. Aber es könnte aber eben auch aus anderen Gründen sein, dass diese Person jetzt gerade in dieser Woche besonders ihre eigenen Wasserseiten zeigt. Der Prinz der Kelche ist eine romantische Person, eine zärtliche, liebenswürdige, verträumte und emotionale Person, ne? Die auch so ein bisschen in den Tag hinein lebt, in den Tag hinein träumt. Sehr sanftmütig auch sein kann, ne? Ja, wenn du mit dieser Person in einer partnerschaftlichen Beziehung bist, dann wirst du in dieser Woche feststellen,
dass eure Beziehung Bestand hat, dass sie Festigkeit dass ihr zusammen euch etwas aufgebaut habt, was sich stabil, fest anfühlt, euch beiden Geborgenheit schenkt und dich auch zur Ruhe bringt. Es lässt dich bei dir selbst angekommen fühlen. Das Gleiche gilt, wenn du eine andere Form von Beziehung zu diesem Menschen hast, ne? Vielleicht familiär oder vielleicht sogar auf der Arbeit, aber nur wenn ihr dann wirklich sehr vertraut miteinander seid oder im freundschaftlichen Bereich. Oder eben auch dein eigenes Leben. Das ist so, wie du dir dein Leben dir gestaltet hast, dass du es dir erlauben kannst, aktuell in dieser Woche eben diese Wasserseiten mehr in dir selber weiterzuentwickeln und zu zeigen. Das ist wirklich sehr interessant für diesen Prinzen der Kelche. Ob er sich jetzt auf dich oder eine andere Person in dein Leben bezieht, ist das, was hier passiert, von großem Glück. Dieser Mensch weiß das sehr zu schätzen und für diesen Menschen kommt es so vor, als wäre es alles ein glücklicher Zufall, auf das das basiert, dass er etwas gewonnen hätte, dass ihm etwas geschenkt wurde, dass er, ja, dass etwas aus Zufall heraus hinzugekommen ist, was für ihn sehr wertvoll ist, was ihn bestärkt und ermutigt. Und tatsächlich, in dieser Entwicklung zwischen euch beiden oder in dieser Entwicklung als diese Personen liegt für den Prinz der Kelche und damit auch für dich eine Perspektive für die Zukunft vor sich. Also dieser Mensch hat eine Perspektive auf die Zukunft, die sehr lukratibel ist und mehr Stabilität im Leben verspricht, eine neue Sicherheit gewährleistet. Und das kann eben im Beruflichen sein, dass es hier ein neues Jobangebot gibt oder eine neue Aussicht auf eine Finanzquelle. Im partnerschaftlichen und überhaupt zwischenmenschlichen Sinne ist es eine Aussicht auf eine neue Stabilität, ein neuer stabiler Zustand, der womöglich auch durch eine leichte Veränderung eingeleitet wird. Ne? Vielleicht ist gerade das Thema Zusammenziehen oder sich eine größere Wohnung oder ein Haus zu besorgen ein Thema. Ne? Wäre hier sehr begünstigt. Aber es geht hier definitiv viel um Erde, viel um das Materielle, das Faktische, das Reale. Was war bei dir in der Vergangenheit los? Ja, ich habe hier schon gemeint mit der Gerechtigkeit, dass du gerade sehr ausgewogen, konzentriert und fokussiert bist. Das kommt nicht von ungefähr, denn du hast diesen Zustand schon bereits die Woche zuvor, die Tage zuvor erreicht und startest hier sehr ausgeglichen, sehr ausgewogen, konzentriert und geistesklar in die Woche. Und das bleibt auch aufrecht, diese Energie. Und schenkt dir eben diese Konzentration, Aufmerksamkeit, Ausgewogenheit. Das ist die Energie, durch die sich alles in deinem Leben ausgleicht und einbalanciert. Denn du bist auch in der Lage, gute Prioritäten zu setzen, dich auf das Wichtigste zu konzentrieren. Und den Fokus nicht zu verlieren, ne? Das sind hier die gleichen Karten, eigentlich, aber wir sind hier in unterschiedlichen Decks. Das macht es alles ein bisschen schwierig. Eigentlich, und deswegen, die Karten sind hier vertauscht. Aber eigentlich ist es die gleiche Zahl. Diese Situation, in der du dich befindest, diese Stabilität, von der du ausgehst, ist so stabil, dass du dir in dieser Woche einiges zutraust, dass du mutiger wirst und dass du deine Lebendigkeit, deinen Tatendrang voll und ganz ausleben kannst, ohne dir im Vorfeld viel Gedanken darüber machen zu müssen. Es geht hier darum, Lebensfreude zu finden und auszudrücken, seine Körperlichkeit auch zu spüren und die der eigenen
die eigenen körperlichen Gefühle auszudrücken, sei es über Sexualität, Kreativität, Tanz oder Sport, sportliche Aktivität oder allesamt. Du solltest nicht zögern, die Initiative zu ergreifen und das Leben in vollen Zügen auszukosten und die Sonnenseiten des Lebens zu genießen. Am besten auch im geselligen Miteinander, denn du hast so viel Stabilität, du hast vieles, was dich einfach glücklich macht, was dir Halt gibt, was dir Stabilität im Leben verschafft und kannst es dir leisten, ne? Hier in die Vollen zu gehen. Und trotzdem, das ist eben deine ausgewogene, ausbalancierte Art, wirst du nicht in die Extreme verfallen und du wirst es auch nicht sinnlos verschwenden, diese Lebensfreude, ne? Es ist nicht konsumieren, es ist mehr das volle Ausleben der schönen Dinge in deinem Leben. Und so auch wahrhaft zu genießen. Da, ich sehe hier sehr viel Ernsthaftigkeit bei dir, ne? Sehr viel Besonnenheit und hohe ethische Werte, Moralität und Überzeugungen, die du verfolgen möchtest. Und du traust dir jetzt auch zu, diesen Überzeugungen nachzugehen und für diese einzustehen, für deine Werte, für das, was für dich Sinn ergibt im Leben, was für dich Sinnhaftigkeit bedeutet. Und das hat schon auch viel mit dem geselligen Miteinander zu tun. Das Leben in der Gemeinschaft, zusammen in vollen Zügen genießen, Lebensfreude walten zu lassen und einfach Schönheit zu zelebrieren. Und davon überzeugt zu sein, dass das gut und richtig ist, ne? Es hat hier auch wirklich eine gewisse Tiefe. Hier zeigt sich eine Prinzessin der Scheiben. Und diese Person kann auch für eine andere Person in deinem Leben stehen oder für dich selbst. Hier in der Kombination mit dieser Person wären wir besonders bei Krebs oder Steinbock. Natürlich kann das aber auch eine andere Person sein oder diese Karte bezieht sich auf dich und die auf dein Gegenüber oder diese Karte bezieht sich auf dich und die auf dein Gegenüber. Die Prinzessin der Scheiben ist zunächst erstmal eine Erdperson. Steinbock, Stier, Jungfrau wäre denkbar. Eine sehr nachdenkliche, sehr zurückhaltende und besonnene Person, die sehr praktisch veranlagt ist und für Ordnung und Struktur und Stabilität und Sicherheit sorgt. Eine Person, die aber auch mit sehr viel Aufmerksamkeit und Konzentration sich etwas Neuem widmet, etwas Handwerklichen womöglich oder neuen Ordnungssystemen, Haushalt oder Gartenarbeit oder etwas Technisches, etwas, was man mit den Händen tut, etwas, was Realität besitzt. Wenn die Prinzessin der Scheiben eine andere Person in deinem Leben ist, liebe Waage, ist diese Person für dich ein wichtiger Antrieb im Leben. Und vieles, was du hier tust, machst du auch in Bezug auf diese Person. Wenn diese Karte sich auf dich bezieht, dann versuchst du über diesen Weg mehr diese Seite an dir zeigen zu können, mehr wie diese Person zu werden. Wir schauen mal genauer hin. Es könnte sein, also diese Woche wirst du sehr genießen, liebe Waage, aber es gibt womöglich auch höhere Ziele, die du anstreben möchtest, dauerhaft gesehen. Aber noch nicht jetzt. Aber für dich ist es, und vielleicht überlegst du das zusammen mit der Prinzessin der Scheiben oder als diese Person, für dich ist es ein bisschen ein Rätsel, wie du zu diesem theoretischen Ziel kommst, was du dafür machen musst, was du dafür umsetzen musst. Und du weißt auch gar nicht genau, wie das so konkret ausschauen soll. Du bist hier vielen Fragen
mit vielen Fragen konfrontiert. Es ist nur eine vage Vorstellung und du erkennst es noch nicht so ganz, den Weg, der dorthin führt. Und du weißt womöglich auch noch nicht, wie das im Realen wirklich ausschauen wird. Aber das ist ein Prozess, ich glaube, diese Woche dient der Ideensammlung. Vor allem geht es hier auch viel um Weiterbildung oder Nachdenken. Das Nachdenken an sich, was überhaupt seine Werte sind und über die Werte sich das Ergebnis eines Projektes zu überlegen oder das Ergebnis seiner Lebensgestaltung, seines Lebens. Und das ist alles für dich noch sehr, sehr vage und unklar, aber auch tatsächlich noch nicht so ganz im Vordergrund. Vielleicht hast du hier diese Person, diese Prinzessin der Scheiben, die diesen Weg mit dir geht und hier diesen Prozess eher pusht, ne? Da vielleicht ein Stück weiter ist als du. Für dich ist es jetzt noch nicht richtig prioritär ganz weit oben, das kann sich aber bald ändern. Für dich ist in dieser Woche wichtiger oder schöner, angenehmer eben dieser Lebensfreude, jetzt im Hier und Jetzt nachzugehen. Dennoch habe ich das Gefühl, dass bald. Also das ist eine wertvolle Zeit für dich, ne? Und du solltest diese Zeit vielleicht auch nutzen, um interessante Gespräche zu führen, die auch tiefgründiger sind und dich auch über die Gespräche, über das gesellige Miteinander, über die Lebensfreude auch indirekt auch weiterzubilden. Es ist aber eben für dich nicht prioritär, aber das kann sich eben bald ändern. Ne? Grundsätzlich ist diese Entwicklung schon vielversprechend, kann vieles in deinem Leben verändern, aber du findest dein Glück lieber aktuell im Hier und Jetzt. Aber alles mit der Zeit, das ist ein Prozess. Ja, es scheint mir so, dass die Prinzessin der Scheiben sich hier viel mehr damit beschäftigt. Vielleicht ist es euer gemeinsames Projekt. Oder eben die Prinzessin der Scheiben bezieht sich voll und ganz auf dich und dann deuten diese Karte auf eine zukünftige Entwicklung hin. Diese Person ist auf jeden Fall, ob sie sich jetzt auf dich oder jemand anderen bezieht, etwas ratlos zurzeit. Und tatsächlich braucht diese Person noch eine gewisse Einsicht, eine gewisse Erkenntnis, eine neue Perspektive auf die gesamte Thematik, bevor es dann so richtig weitergehen kann. Über deinen Freundeskreis findest du aktuell Befreiung und Lossagung, aber es könnte tatsächlich für einige von euch auch wichtig sein, sich von einem gewissen Freundeskreis zu distanzieren oder zu verabschieden, zu lösen. Das hängt sehr, sehr davon ab. Also, es hängt sehr davon ab, inwieweit ihr euch in euren Freundeskreis oder in einen bestimmten Freundeskreis oder in Bezug auf einen bestimmten Menschen frei fühlt. Wenn ihr euch bei diesen Menschen frei fühlt, wenn ihr euch da fallen lassen könnt, Gedanken loslassen könnt, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Wenn das Gegenteil aber vorliegt, wenn ihr euch irgendwie belastet fühlt durch eine Person, wenn eine Person euch gedanklich festhält, gedanklich irgendwie stresst und Themen sich immer wieder wiederholen, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass ihr in dieser Woche euch entscheiden werdet, euch mehr von dieser Person zu distanzieren, aus diesen Gründen heraus, ne? Also es könnte sein, dass ihr euch von einer Belastung im Freundeskreis distanzieren werdet. Oder eben genau das Gegenteil. Ihr sehnt euch nach einer Königin der Stäbe. Und die Königin der Stäbe ist auch hier wieder entweder eine andere Person oder verweist auf eine Wesensfacette von euch selbst, die ihr bewusst ausleben wollt, zu der ihr wieder Kontakt aufnehmen möchtet. Wenn dies eine andere Person ist, dann wollt ihr dieser Person näher kommen. Königin der Stäbe könnte ein Feuerzeichen sein, Schütze wieder Löwe wäre denkbar oder auch ein anderes Sternzeichen. Die Königin der Stäbe ist eine sehr
feurige Person, die eine tiefe Leidenschaft besitzt für das, was sie tut, und diese Leidenschaft auch direkt, unverhohlen und willensstark auch kommuniziert. Eine Person mit Führungsqualitäten, eine Person, die ziemlich genau weiß, was sie möchte, eine Person, die voll und ganz lebendig ist, ne? Und auch hier keine Kompromisse macht. Eine sehr präsente Person dadurch, die auch sehr viel Ausstrahlung besitzt, sehr viel Strahlkraft und daher auch recht faszinierend wirkt auf andere. Was wird denn passieren? Aber ihr werdet der Königin der Kelche begegnen. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass diese beiden Karten sehr miteinander verbunden sind. Es könnte aber auch sein, dass die Königin der Kelche eine Facette des Prinzen des Kelches ist. Ja, je mehr Hofkarten, desto komplexer. Auf jeden Fall werdet ihr einer wichtigen Person begegnen oder ihr werdet euch selbst als diese Königin der Kelche verwirklichen können, was oft auch ein intensiver sozialer Austausch bedeutet. Ja, die Königin der Kelche ist eben eine Wasserperson, auch eine sehr reife Person, von der man sagen kann, dass sie auch gewisse Weisheit besitzt, ausgeprägte empathische Fähigkeiten, sehr viel Fürsorge, sehr viel Liebe, eine Person, die auch oft ein musisch-kreatives Potenzial hat. Eine Person, die auch oft ein starkes soziales Engagement besitzt, ne? Die sich sehr fürsorglich für ihre Menschen einsetzt. Wir schauen mal, die Königin der Kirche, was denkt diese Person? Ja, ich glaube, es geht hier um das Loslassen, liebe Waage. Es könnte wirklich sein, dass die Königin der Kelche bedeutet, dass du deine emotionale Seite in besonderer Weise jemandem gegenüber zeigen wirst. Oder eben andersrum und oder, ne? Kann beides gleichzeitig sein, dass dir jemand seine emotionale Seite zeigt, ne? Hier gibt es bei dieser Königin der Kelche, und das passt sehr gut zu dir, finde ich, ein gewisses Loslassen. Jedenfalls die Empfehlung liegt darin, loslassen, den anderen zu vertrauen, seinen eigenen Gefühlen zu vertrauen und darin zu vertrauen, dass seine Situation, in der man sich befindet, stabil und fest ist, was sie ja auch ist. Hier sieht man die Entwicklung von einem sehr starken Selbstwertgefühl, ne? Von sehr viel innerer Stabilität, Selbstgewissheit und Festigkeit. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Deine Hingabe wird getestet und das hat eben etwas mit diesem Loslassen zu tun, ne? Sich auch der Gemeinschaft hingeben kann hier wichtig sein oder einer bestimmten Person sich voll und ganz zu widmen, emotional, ne? Und hier einfach Hingabe zu zeigen. Nichts ist in Stein gemeißelt. Die einzige Konstante ist der Wandel. Auch diese Beständigkeit in deinem Leben kann vergehen. Aber das ist nicht schlimm. Umso mehr sollte das ein Grund sein, das Hier und Jetzt zu genießen, dieses Plateau, was du jetzt erreicht hast, hier kurz innezuhalten und stolz auf das Erreichte zu sein, das Erreichte in vollen Zügen genießen, denn bald kommen Veränderungen auf dich zu, aber noch nicht in dieser Woche. Noch nicht in dieser Woche. Und liebe Waage, es geht hier darum, dass du dich befreist von Sorgen, von Vorbehalte und das Hier und Jetzt genießt und im Hier und Jetzt ankommst. Ich wünsche dir eine wunderschöne, harmonische und angenehme Woche. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.